Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Freizeit. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im Rahmen unserer aktuellen Sendereihe nehmen wir Sie heute mit zu den Schwärzenliften in Eschach bei Buchenberg. Vor allem für Kinder und Familien ist das Skigebiet geeignet. Tja, und nicht nur mit Skiern kommt man hier voll und ganz auf seine Kosten, sondern auch mit dem Rodel. Alle Einzelheiten dazu jetzt von meinen Kollegen Martina Harz und Peter Böhr. Familienfreundlich mit vielen Attraktionen, gerade für die kleinen Wintersportler. So kann man die Schwärzenlifte Eschach bei Buchenberg beschreiben. Und bei Kennern hat das kleine schneesichere Skigebiet oftmals sogar noch einen anderen Namen. Wir haben von November bis Ostern Schnee, deswegen nennt man uns auch den Gletscher bei Kempten. Also nur aus Spaß gesagt, aber so würde ich das beschreiben. Zwar sind die Pisten hier nicht allzu anspruchsvoll, aber für Rupert Schön macht gerade das den Reiz des kleinen Skigebiets aus. Denn vor allem Kinder und Anfänger finden hier optimale Bedingungen. So gibt es zum Beispiel zwei Zauberteppiche mit unterschiedlichen Steigungsgraden. Die Zauberteppiche funktionieren ähnlich wie eine Rolltreppe und befördern die kleinen Gäste auf einem Band sicher nach oben. Angetrieben durch einen elektrischen Motor kann dabei eine Geschwindigkeit bis zu 1,4 Meter pro Sekunde erreicht werden. Und für alle, die sich am Anfang noch nicht allein auf die Piste trauen, haben die Schwärzenlifte einen zusätzlichen Service im Angebot. Also das Prinzip unseres Skigebiets basiert natürlich darauf, dass hier lauter gute Skischulen, das sind drei an der Zahl, die hier laufend Skikurse geben, und natürlich an dem kindergerechten Gelände, das wir hier haben. Und dieses kindergerechte Gelände haben wir mit vielen Aufstiegshilfen ausgerüstet. Und da kann man natürlich ganz toll Skifahren lernen und auch einen schönen Spaß haben, ohne sich irgendwie zu überanstrengen und in Gefahr zu begeben. Der neue Stolz der Schwärzenlifte ist aber der Kombiteppich. Der wurde erst diesen Winter eröffnet und ist im Allgäu der erste in dieser Art. Auf dem Teppich können sich nämlich nicht nur Skifahrer, sondern auch Rodler befördern lassen. Oben angekommen, können dann links die Rodler und rechts die Skifahrer wieder hinunterfahren. Wer noch mehr Skispaß will, kann mit einem der vier Schlepplifte auf 1100 Meter und damit zum höchsten Punkt des Voralpenlandes fahren. Für geübtere Fahrer bietet sich hier die rote Piste an, die restlichen bleiben auf der blauen. Auf den ca. 500 Meter langen Abfahrten, insgesamt sind es ca. 4 Kilometer, geht es dann wieder nach unten. Dabei bietet das Gelände einen entscheidenden Vorteil. Ja, das Besondere hier im Gelände ist, dass wir sehr abwechslungsreiches, gutiertes Gelände haben, mit weiträumigen Ausläufen. Also es geht keine Straße direkt unten vorbei, was, wenn sich ein Kind mal nicht mehr bremsen kann, fährt es einfach in die Ebene und kommt dann irgendwann einmal zum Stillstand. Und natürlich die Abwechslung bedingt durch unsere Beschneiungsanlage auch. Wir bauen da immer wieder so Hügel rein, dass die Kids bzw. auch die Erwachsenen ihren Spaß haben, da drüber zu schanzen und halt sich zu bewegen auf dem Schnee. Hügel und Schanzen finden die Wintersportler auch in den zwei Snow- und Funparks. Zum einen gibt es hier den Burton Kids Parkway, der vor allem für Kinder und Anfänger geeignet ist. Fortgeschrittene können sich an den Only Party Snowpark wagen. In Zusammenarbeit mit dem namensgebenden Internetforum onlyparty.de wurden auch schon verschiedene Events geplant und dort ausgeführt. Es finden da zwischendurch immer wieder mal so Events statt. Im Moment grübeln wir gerade darüber nach, was wir dieses Jahr so Schönes machen wollen in Zusammenarbeit mit Only Party. Letztes Jahr hatten wir einen Waterslide Contest. Leider werden wir wahrscheinlich den dieses Jahr in dieser Form nicht durchführen, aber wir werden was ganz anderes Tolles machen, sind da schon ein bisschen an der Arbeit. Und auch das wird wieder spektakulär. Geplant ist nämlich, ein großes Luftkissen aufzubauen, in das über eine Schanze gesprungen werden kann. Die Planungen dazu laufen aber noch.
Besonders beliebt bei den Schwärzenliften sind auch die insgesamt 4 Seillifte. Hier findet man vor allem diejenigen, für die die Zauberteppiche zu anspruchslos und die Schlepplifte noch zu anspruchsvoll sind. Am Ende eines anstrengenden Tages kommen aber wieder alle zusammen, und zwar in der Gletscheralp. Bei einem heißen Getränk lässt man hier den Tag noch einmal Revue passieren. Insgesamt ist bei den Liften in Eschach also für jeden was dabei. Zwar gibt es keine extremen Abfahrten, aber auch geübtere Fahrer kommen auf ihre Kosten. Zudem akzeptiert das Skigebiet den Superschneepass sowie die Allgäu-Gletscherkarte. Weitere Informationen zu den Schwärzenliften Eschach gibt's auch im Internet unter www.schwärzenlifte.de. Ein Vergnügen also für die ganze Familie, und nach dem Ski- und Rodelspaß gibt's hier bei uns jetzt die Treffpunkt-Infos. Der Allgäu Airport in Memminger Berg konnte auch im Jahr 2010 einen erheblichen Passagierzuwachs verzeichnen. Das gab die Geschäftsführung des Regionalflughafens jetzt bekannt. Der Zuwachs betrage über 12%, so der Sprecher der Geschäftsführung Ralf Schmidt. Insgesamt hat der Flughafen über 900.000 Passagiere abgefertigt. Trotz der Probleme durch die isländische Aschewolke und den Rückzug von Air Berlin ist man mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Wirtschaftlich gesehen befindet sich der Allgäu Airport im Aufschwung, so Schmidt. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2010 mit einem verbesserten Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Der Besuch von Entertainer James Last im Allgäu wirft seine Schatten voraus. Am 29. März gastiert der Altmeister mit seinem neuen Programm »Musik ist meine Welt« in der Kempner Big Box. Bereits heute können Sie bei uns 2 Autobiografien von ihm gewinnen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten. Wie heißt das neue Programm von James Last, mit dem er am 29. März in die Kempner Big Box kommt? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, rufen Sie uns an und sprechen Sie uns die richtige Antwort samt Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer auf unseren Anrufbeantworter. Den erreichen Sie bis Montagabend 18 Uhr unter 0831 206 5713. Oder Sie schreiben uns im gleichen Zeitraum eine E-Mail an gewinn@tv-allgäu.de. Wir losen unter allen Anrufern die beiden Gewinner aus. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück! Nach 4 Jahren ist das Eissportzentrum in Oberstdorf wieder ein Bundesstützpunkt für Eiskunstlauf. Seit dem 1. Januar darf das Zentrum dieses offizielle Prädikat tragen. Vor allem durch eine intensive Nachwuchsarbeit konnte das Eissportzentrum diesen Erfolg für sich verbuchen. Nun sollen in den nächsten 3 Jahren einige Investitionen vorgenommen werden. Dadurch soll der technische und bauliche Standard erhalten werden. Für die Oberstdorf-Therme geht es wieder aufwärts. Noch vor wenigen Jahren stand sie kurz vor dem Aus, nun kann ein Besucherplus verzeichnet werden. Zudem ist es den Mitarbeitern der Gemeinde gelungen, die Kosten der Anlage zu reduzieren. Mit Investitionen, umfangreichen Werbemaßnahmen und besonderen Angeboten soll nun die Attraktivität weiter gesteigert werden. Am Samstagnachmittag ist es stark bewölkt und regnerisch. Nur am Alpenrand kommen ein paar Sonnenstrahlen durch. Die Werte liegen bei milden 8 bis 10 Grad. Der Sonntag wird etwas freundlicher. Zwar ist es noch bewölkt, aber die Sonne kommt häufiger durch und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen weiterhin bei etwa 8 Grad. Am Montag wird es durchwachsen. In der gesamten Region ist es bedeckt und regnerisch mit wenigen sonnigen Abschnitten. Es bleibt mild. Der Regen hält auch am Dienstag an. Es kühlt etwas ab auf durchschnittlich 4 Grad. Am Alpenrand kann der Regen in Schnee übergehen. Am Mittwoch bleibt es bedeckt mit Werten um den Gefrierpunkt. Örtlich kann es regnen oder schneien. Durch Eisregen kann es sehr glatt werden. Paraski ist eine ganz besondere Sportart, denn es ist eine Kombination aus Zielspringen mit dem Fallschirm und Slalom mit den Skiern. Die Truppe des Fallschirmsportclubs Bad Wiessee zählt zur Weltelite. Auch einige Allgäuer sind hiermit vertreten. Und so ist es kein Wunder, dass die Truppe hin und wieder zu sehen ist im Rahmenprogramm von hiesigen Sportveranstaltungen. So zum Beispiel letzte Woche in Oberstdorf bei der Tour de Ski. Meine Kollegen Florian Wackenhut und Martin Hock haben diese Chance genutzt, um die Truppe mit der Kamera zu begleiten. Wer seinen Flieger liebt, der schiebt. Irgendwie muss die Cessna ja aufs Rollfeld, sonst ist nichts los mit Fallschirmspringen. Die Jungs der deutschen Paraski-Nationalmannschaft sind jedoch auch noch nicht so weit. Erstmal müssen die Fallschirme richtig gepackt werden. Das ist, denke ich, schon die halbe Miete, weil wenn das nicht gescheit funktioniert, hat man hinterher ein Problem.
Genau, der Schirm, der muss passen, alles andere ist erstmal unwichtig. Der Schirm muss aufgehen sauber und das ist natürlich beim Packen dann entscheidend, dass man es sauber gemacht hat. Dann geht's Richtung Flieger. Hier in Hohenems in Österreich bereiten sich Dieter, Jürgen, Reinhold, Nick, Andi und Michael mit einem Probesprung auf den Nachmittag vor. In Oberstdorf soll im Rahmen der Tour de Ski auf ein 2 cm großes Ziel gesprungen werden. Da kann ein Testlauf und ein kurzes Trockentraining vorher nicht schaden. Also wir machen jetzt einen Sprung aus ca. 2.500 Meter Höhe. Wir machen einen gelenkten Abgang, das heißt, 4 von 5 Springer halten sich schon fest beim Abgang. Dann wollen wir im 5er Stand springen und der Dieter macht dann Video und Foto von uns. Dann gilt's, der Pilot bremst die Maschine auf etwa 150 Stundenkilometer und schwupps geht's nach unten mit über 200 km/h. Die Kombinationssportart Paraski entwickelte sich in den 60er Jahren in den Alpenländern. Das Ziel, die schnellstmögliche Bergung von Verletzten aus der Luft. Dabei sprangen Bergretter aus einem Flugzeug und retteten Verletzte schließlich mit Skiern aus alpinem Gelände. Heute wird Paraski als Sport betrieben. Teil 1 der Disziplin, ein punktgenauer Zielsprung. Der Zielpunkt hat 2 cm Durchmesser. Das sollte der erste Punkt von unserem Körper, der Boden berührt, da drauf sein. Bis 15 cm wird elektronisch gemessen. Normalerweise bei unseren Wettbewerben schauen wir, dass wir natürlich jeden Sprung zumindest auf der Scheibe haben. Danach würde im Wettkampf noch ein Riesenslalom folgen. Das Zielspringen klappte beim Training übrigens schon hervorragend. Heute jetzt ein herrlicher Sprung. Es hat alles geklappt, was wir versucht haben zu machen. Wir sind zu dritt gelingt abgegangen, dann haben wir einen schönen Fünfer geflogen, den aufgemacht, Fotomann schön in der Sonne gehabt. Es war einfach ein traumhafter Sprung. Jetzt alle auf der Scheibe, es gibt nichts Schöneres. Dann steht ja einem erfolgreichen Absprung über Oberstdorf nichts mehr im Weg, auch wenn die Anspannung bei den Routiniers jetzt doch ein wenig ansteigt. Die Nervosität steigt, jetzt kommt es dann drauf an, hier muss jetzt alles passen, ja, jetzt wird es Realität. Doch was scheint es Schöneres zu geben, als bei bestem Wetter im freien Fall dem Boden entgegenzurasen? Das muss wohl jeder für sich entscheiden. Ein Erlebnis ist es allemal. Das war Treffpunkt Freizeit für dieses Wochenende. Machen Sie es gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Ihnen eine schöne Zeit.